Jetzt kommt ein Mann, der mit Gregor Gysi auch viel Zeit verbracht hat, denn sie haben schon zusammen ein Buch geschrieben. Vor ein paar Jahren, beide haben sich bei der großen Demo am 4. November, die hier schon erwähnt wurde, auf dem Alexanderplatz kennengelernt und wo es noch darum ging, die DDR zu verändern und nicht darum, sie abzuschaffen. Und er ist ein Mann, dessen Geschichte in der DDR eine gänzlich andere war als die von Gregor Gysi. Er war Pfarrerssohn und wollte Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Gysi war Sohn des DDR-Kulturministers und trotzdem oder gerade deshalb verbindet sie sehr, sehr viel miteinander. Friedrich Schorlemmer. Gesorgt zu haben, dass Gregor Gysi im Dezember 1989 bereit war, für die zerbröselte SED einzutreten. Ich habe sie das einzige Mal, glaube ich, richtig, wie soll ich sagen, durcheinander erlebt oder eingeknickt. Bei einer Veranstaltung am 2. Dezember 1989. Da haben wir uns auf einer Hintertreppe getroffen und da hat er mich wirklich ernsthaft gefragt, wir kannten uns sonst gar nicht, so, soll ich das wirklich machen, soll ich mir das antun? Ich sage, und ich habe ihm gesagt, er soll es tun, Kraft meiner Ordinationswürde. Er soll es machen und zwar um all die Leute, die völlig versprengt waren im Lande, wirklich aufzufangen und zu zeigen, dass die sozialistische Idee, wo sie demokratisch wird, eine Zukunft haben kann und haben muss. Dafür muss es Leute geben. So. Und ich muss sagen, dem wurde auch da gedroschen, davon sage ich kurz noch was dann. Aber wissen Sie, ein Mensch, den Sie dann später erleben, ja, der denkt, was er sagt und sagt, was er denkt. Aber er muss es auch allen sagen. Und es ist wunderbar, wie er öffentlich redet und wie er Säle füllt. Ich habe das erlebt in etwa 50 Veranstaltungen, die wir zum Buch gemacht haben, von Ribnitz bis nach Bad Elster. So nicht. Also die Säle sind immer voll, egal wie groß die Säle sind. Und im Gespräch, wenn er erst mal loslegt, also selber zu Wort zu kommen, also das ist schon eine Kunst. Das liegt aber auch daran, dass er unglaublich viel in sich hat und eine unglaubliche Erinnerung. Also wenn der nochmal ein Anekdotenbuch schreiben sollte, also ich glaube, das würde sie selber nicht mehr wissen, was der alles noch weiß. Also er ist auch ein wandelndes Anekdotenlexikon. Er ist ein genialer Redner und als Redner fast immer ein unterhaltsamer Aufklärer. Er hat Größe. Er muss andere nicht klein machen. Und er weiß zu unterscheiden zwischen Länge und Größe. Er ist kurz geraten, das gibt er gern zu, aber er ist nicht zu kurz gekommen, was seine geistige Größe anbetrifft. Also Gregor der Kleine ist größer als viele, die ihn verkleinern wollen. Es gibt ja noch einen anderen großen Gregor, das ist Gregor der Große. Aber das ist eine andere Welt. Aber eins will ich immer sagen. Heute Morgen sind, wenn ich Wikipedia glauben soll, sind 17.000 Leute von einer Kanzel herabgestiegen und haben geredet. Und kaum jemand hat etwas von der rhetorischen Kraft eines Atheisten oder eines Agnostikers. Und der beherrscht sogar das, was an alten, also an Eingangstüren zu den Kanzeln alter Kirchen häufig steht, die man von innen dann zumachen kann. Während der Prediger da hochgeht, die Tür zumacht, steht an der Tür gemalt, tritt frisch auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Und die ersten beiden Tugenden beherrscht er so grandios, dass sie bei der dritten ein bisschen was übrig bleibt. Er wägt seine Gedanken hin und her, vermag dann klar Position zu beziehen und kann einsehen, wo er sich geirrt hat. Aber das muss er nicht immer sagen. Sein Reden charakterisiert stets ein Changieren zwischen Suggestion und Denkanstoß.
Er beherrscht die Kunst, einen vorbedachten, ja auch einstudierten eigenen Text als eine frisch gewonnene Erkenntnis so vorzutragen, als ob er jetzt gerade auf diesen Gedanken beziehungsweise auf diese komplexe Gedankensequenz gekommen sei. Und das Publikum ist glücklich, an dem Entstehungsprozess eines Gedankens beteiligt zu sein. Er redet frei und redet sich frei, sprudelnd von Anekdoten, Erinnerungen und Einfällen. Er ist ein politischer Generalist, der juristisch geschult andere Menschen verstehen und deshalb auch verteidigen kann. Und wenn ich eine Tugend sagen kann, also lieber Gregor Gysi, so viel Drang nach außen zu kommen und so viel Fähigkeit zugleich, sich in andere Menschen hineinzudenken, sie zu verstehen und dann als Anwalt so zu vertreten, dass die wirklich auch Vertrauen gewinnen können oder dass sie es schaffen und versuchen, nicht nur über einen Gegner zu gewinnen, sondern auch den Gegner zu gewinnen. Und das ist gerade in der DDR-Zeit so leicht nicht gewesen. Also ihnen klar zu machen, dass es zu ihrem eigenen Vorteil ist, wenn sie ein bisschen nachsichtiger sind. Und ich finde das so, nicht über einen Gegner zu gewinnen, sondern auch ihn zu gewinnen. Ja, er ist auch listig. Im rechtschen Sinne, bei den fünf Schwierigkeiten beim Sagen der Wahrheit, sagt er, die List, die Wahrheit unter die zu bringen, in deren Händen sie wirksam werden kann. Die List. Brecht war das auch. Und gilt auch deshalb als großer Geist. Groß heißt so standhaft wie beweglich. Dummen wie mächtigen Gegnern lief er gerade dadurch nicht ins offene Messer, dass er sie nicht spüren ließ, wie überlegen er ihnen war. Er genießt spürbar Öffentlichkeit, die ihn zunächst als viel gescholtenen Herr nahm, als Stasi-Zuträger, Ostalgiker, politischer Blender, linker Populist. Er wurde immer öffentlicher, die Geiferer stiller. Und das ist doch eine Leistung, so ein gehasster Mensch gewesen zu sein, jetzt so ein gern gesehener, auch bei politischen Gegnern gern gesehener und ich habe auch den Eindruck, geachteter. Das hat er in den 28 Jahren geschafft. Lieber Gregor Gysi, das ist schon eine Leistung, können Sie vorweisen, wenn Sie bei mir ankommen. Und ich mag mir die 28 Jahre Mauerzeit, vor allem die letzten Jahre dieser Mauerzeit und die jetzt genau 28 Jahre in der Freiheit, kann ich mir ohne Gregor Gysi nicht denken. Ich finde, es war für mich in der DDR-Zeit wichtig zu wissen, ich hätte zwei Anwälte, wenn ich verschwende. Das war er und Louis de Maizière. Weil ich den Eindruck hatte, dass er sich wirklich einsetzt für die Leute, deren Geschick er ihn anvertraut hat. Vor allem ihm ist es gelungen, auf der linken Seite seit 1990 die Dialektik neu zu beglaubigen. Nicht mehr als Ideologie, sondern als wahre Denkfigur. Er bleibt kompromissfähig, aber ist kein Opportunist. Er weiß viel vom Theater. Er macht bisweilen in kleiner Runde andere zu Statisten und gibt sich stets selbst pausenlos das nächste Stichwort. Also es geht so, also er entfaltet einen Gedanken, es ist hochinteressant und humorvoll und das ist ja das Gewinnen daran. Dann sagt er so, ich habe jetzt noch drei Punkte. 1, 2, 3 und das lassen Sie mich jetzt am Schluss noch sagen. Dann höre ich auch auf. Versuchen Sie mal insofern, dass unser Gesprächsbuch also immer noch Spuren von Gespräch stellt. Das ist schon mal toll. Und jetzt das mir Wichtigste darf ich noch sagen. Was mich in besonderer Weise inzwischen fast 3 Jahrzehnte kenne ich ihn, schätzen lernte, ist seine Durchhaltekraft, auf Hass nicht mit Hass zu antworten. Er wurde gejagt und ist gelöst geblieben. Auf diese Bühne hat er hier sehr unterschiedlich denkende Menschen zum offenen Sonntagsgespräch gebracht und einige haben es auch schon gesagt. Er ist da ganz in der Rolle des wirklich am anderen Interessierten und Fragenden. Das müssen auch für die Leute große Stunden gewesen sein. Ich habe hier auch einen Abend oder einen Vormittag verbracht. Wer die Liste seiner Gäste durchgeht, der spürt, dass der Einladende ein linker Demokrat ist, neugierig, offen und scheuklappenfrei. Das lässt sich freilich nicht von allen, weder den Alten noch den neuen Linken, sagen.
Es ist eine 28-jährige Leistung. Und manchmal habe ich den Eindruck, der liest nicht die Bibel, aber weiß, was drin steht. So wie mit dem Fußball, ja, so und so. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Römer: Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Was heißt, dass du lass das Böse nicht in dich hinein, sondern versuche ganz anders, als wenn es nicht das Böse wäre, es umzudrehen, den Hass nicht wirken zu lassen, in sich selbst nicht wirken zu lassen. Ja, also lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also lass dich nicht von Unsachlichkeit anstecken, sondern überwinde mit Sachlichkeit. Also kann man diesen Text immer wieder auch sagen, auf verschiedene Lebensbereiche anwenden. Also, wir beide sind gemeinsam, haben Gemeinsamkeiten gewonnen, weil gemeinsame Gegner auch Gemeinsamkeit schaffen. Und die Unterschiede sind dann nicht so wichtig wie das, was einen verbindet. Manchmal sind es leider auch nur die Gegner, die einen verbinden. Gemeinsam sind wir ins publizistische Schussfeld geraten. 1993 wetterte Wolf Biermann mir einen vergifteten, sogenannten offenen Brief schickend: Lieber Seelsorger, vergiss in der Hektik nicht, dich auch um deine Seele zu sorgen, denn deine neuen Kumpane sind des Satans Spießgesellen. Wie der smarte Gregor Gysi, der dem Bonner Parlament keck die demokratischen Leviten liest. Soweit aus diesem Zitat. Da muss ich dann doch an Wolf Biermann erinnern, der im Dezember 89, da wo wir uns das erste Mal begegnet sind, ein Plädoyer für die Zweistaatlichkeit und für eine erneuerte DDR gehalten hat. Das war wirklich, und mit großem Beifall haben die Leute das dort aufgenommen. An manches wollen manche nicht erinnert werden und manches erinnern wir selber auch nicht. Hat er zum Beispiel gesagt in der Debatte: Keinen zum Schwein stempeln, riet er uns, und ich füge hinzu, auch Gysi nicht. Keinen zum Schwein stempeln, ich sage, auch Gysi nicht. Und er hat sehr früh erkannt, was uns viele von uns auch sehr bedrückt hat. Er hat klargelegt, wie dumm Siegen macht. Oder Siegen macht dumm. Denn der Sieg scheint den Sieger völlig zu bestätigen, immerfort nur zu bestätigen. Das ist nie gut. Den Verlierer nötigt es, über die Gründe seines Scheiterns nachzudenken und zugleich zu fragen, woran es sich lohnt, festzuhalten. Und da hat er auch ein paar Dinge immer wieder benannt in einem differenzierenden Tauglichkeitsprüfungsprozess, was insbesondere in der Sozial-, Kultur- und Bildungspolitik aus der DDR doch hätte standhalten können. Nun, meine Damen und Herren, Gregor Gysi war als Anwalt Fürsprecher, immer auch Suchender nach dem, was dafür und gegen eine Sache spricht. Der Anwalt als Anwalt des Mandanten und als Anwalt der Wahrheit, der klug und gewinnend zu verteidigen wusste und zu gewinnen wusste, auch manchen Richter. Mein Respekt. Letzter Gedanke. Martin Luther hat geschrieben: Wer mit Dreck rammelt, er gewinne oder verliere, so geht er doch immer beschissen davon. Wer also in einem Staat wie dem DDR für Leute eintritt, muss auch mit denen reden, die die Macht haben, sie freizulassen oder drin zu lassen. Und da ist manchmal, das kennen Sie auch nicht, wenn aus manchen Räumen kommt, gehst du nach Hause, duscht erstmal. Also, aber wer mit Dreck rammelt, wer mit denen zu reden, da bleibt was dran kleben. Wenn du in eine Raucherkneipe gehst und nach Hause kommst, sagt dir deine Frau: Was hast du schon wieder geraucht? Dabei hast du gar nicht geraucht, sondern du warst nur in der Kneipe. Also dieses, wer mit Dreck rammelt, er gewinne oder verliere, so geht er doch immer beschissen davon. Man muss manchmal den Mut haben, mit dem Dreck zu rammeln, aber dann muss man sich auch duschen. Also, ich gratuliere mit Respekt, dass dieser Jubilar sich in allem Wandel treu geblieben ist. Tänzelnd, nicht polternd. Mit geschliffenen Sätzen, nicht mit scharfen Messern. Danke.